Hallo und herzlich willkommen zu Fitgiant Futter für Muskeln und Hirn. Das heutige Video geht über Taurin. Und wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Ich dachte eigentlich, Taurin, ja, das ist ein ziemlich altmodisches Thema. Da haben wir schon seit vielen Jahren drüber gesprochen. Habe ich schon mal auf der FIBO einen Vortrag drüber gehalten, dass die Kombination aus Taurin und EAAs vom Training eingenommen zu weniger Muskelschäden führt und dass das im Kraftsport sehr sinnvoll ist, wenn man das macht und dass es auch bei Muskelkrämpfen helfen kann. Und dann dachte ich mir, ist wahrscheinlich auch nichts mehr dazugekommen. Also war jetzt irgendwie nicht das Oberste auf meiner Agenda. Und weil ich mich immer damit beschäftige, wie ich, wenn ich schon meinem verfallenen Körper nichts entgegenzusetzen habe, wenigstens meinen Geist vor weiterem Verfall retten kann, lese ich mir immer durch, was man da so machen kann, um den Geist noch fit zu halten. Und da bin ich auf ein Paper gestoßen, da ging es tatsächlich um Taurin und über das, was es im Gehirn alles machen kann, nämlich zum Beispiel hier den Effekt auf Angststörungen, da ging es dann auch um Depressionen und so weiter, den Einfluss auf Parkinson, auf Alzheimer und auf andere Verletzungen im Gehirn zum Beispiel. Da weiß man relativ gut Bescheid, dachte ich mir, interessant, ist ja ganz interessant. Vielleicht lässt sich da auch noch was mehr rausholen. Und tatsächlich, Taurin, das hat eine ganz vielschichtige Funktion im Stoffwechsel. Da bin ich dann gleich auch noch auf Asthma gestoßen und hier auf diese ganze Geschichte mit Depressionen bis hin zu Migräne. Beim Diabetes spielt es eine Rolle. Beim altersabhängigen Muskelabbau dachte ich, Muskeln? Boah, vielleicht gibt es ja auch was Neues hier im Zusammenhang mit Insulinresistenz und der Muskelleistung, vielleicht für unsere Zielgruppe. Doch auch was Interessantes vorbei. Gucken wir doch mal nochmal näher hin. Leberschutz vielleicht? Ja. Das schauen wir uns mal genauer an. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und tatsächlich dachte ich, das könnte reichen für ein Video. Vielleicht auch für unsere Zielgruppe interessant. Und so kam es dazu. Was kann das Taurin noch tatsächlich? Das Taurin kann ebenfalls einen Einfluss haben auf Bluthochdruck, auf die Nüchternglucose, auf den Langzeitzuckerwert, den HbA1c und auf den HOMA-Index. Also das Verhältnis von nüchtern Glucose und nüchtern Insulin. Weil ganz oft ist ja so, die nüchtern Glucose, die ist noch im Normalbereich und da denkt man sich ja, ist ja alles in Ordnung. Aber der Körper, der muss schon viel zu viel Insulin freisetzen, um die Glucose noch in dem nüchtern Normalbereich zu halten. Und dann verschleiert es das. Und dann kann die nüchtern Glucose noch Jahrzehnte im Normalbereich sein und trotzdem hat man schon viel zu viel Insulin dafür gebraucht, um die in diesem Bereich zu halten. Und das ist schon eine Insulinresistenz. Deswegen wäre es sinnvoll, ab und zu auch mal nach dem HOMA-Index gucken zu lassen. Blutfettwerte, in einigen Studien wurden die verbessert, in anderen wieder nicht. Ist die Studienlage nicht ganz so klar. Und dann hat man hier bei übergewichtigen Frauen geguckt. Da hat sich sowohl der BMI verbessert, als aber auch die Entzündungsmarker. Ja, das fand ich doch ganz interessant. Also auf jeden Fall eine Substanz, die man mal genauer angucken kann. Was ist denn überhaupt Taurin? Taurin, Taurus, irgendwas mit Stier. Ja, und da hat man es tatsächlich auch 1827 schon das erste Mal isoliert aus Stier- oder Ochsengalle. Da ist es nämlich an die Gallensäuren gebunden. Taurin ist eine Aminosäure, die ist konditionell essentiell oder semi-essentiell. Das heißt, der Körper kann sie zwar selber produzieren, aber in ganz vielen Situationen reicht die Eigensynthese nicht aus, um den Bedarf zu decken. Und dann muss man sie von außen zuführen, eben mit der Nahrung. Sie wird nicht in Proteine eingebaut, also sie gehört nicht zu den 21 Aminosäuren, die man in den Proteinstrukturen wiederfindet. Nicht proteinogen heißt das dann. Sie gehört zu den Aminosäuren, die in der höchsten Konzentration als freie Aminosäuren in Zellen vorkommen.
In der Leber ist Aspartat noch eine wichtige Aminosäure, aber Taurin in hohen Konzentrationen in Zellen. Ganz besonders in Zellen, die einen hohen Energieumsatz haben und die sowas mit Erregbarkeit zu tun haben. Also da, wo Ionen fließen, Nervenzellen und Muskelzellen, also da, wo Calcium, Kalium, Natrium und solche Sachen hin und her strömen, das ist ja die Erregbarkeit von den Nervenzellen und sie sich dann auf die Muskelzellen überträgt, dass die eben die Kontraktion machen können. Und dann dachte ich, ah, das ist doch ganz interessant. Und da ist mir doch wieder eingefallen, dass wir das immer eingesetzt haben, wenn jemand Krämpfe hatte. Schönen Gruß geht raus an Dennis und seine Krämpfe und sein Taurin. Hat es nämlich auch gewirkt. Deswegen, wenn man es mit der Nahrung zuführen will, findet man es eben auch hauptsächlich im roten Fleisch, in Meeresfrüchten, in Innereien, also da, wo auch viel Energie verbraucht wird. Und die Meeresfrüchte, die haben ja auch dieses Gewebe, was gleich Nervensystem und Arbeitsgewebe in einem ist. Kochen verändert den Gehalt an Taurin nicht, also ist egal, ob es kocht oder nicht. Und die moderne Zufuhr bei ganz vielen Menschen geht eben, so wie bei mir auch, ich glaube, ich brauche mir über die Taurinzufuhr keine so großen Gedanken machen, geht über Energydrinks. Und da gibt es tatsächlich auch Studien zu. In Pflanzen, also Vegetarier und Veganer, da ist es eher problematisch, weil in Pflanzen kommt es so gut wie nicht vor. Eine Ausnahme wäre zum Beispiel hier diese rote Goji-Frucht. Da ist auch in nennenswertem Maße Taurin enthalten. Je nach Ernährungsweise ist die Zufuhr über die Nahrung sehr unterschiedlich. Das reicht so von 40 bis 400 Milligramm pro Tag. 3 Gramm wären eigentlich so wünschenswert, zumindest aber mal unbedenklich. Die Eigensynthese findet hauptsächlich in der Leber statt. Ein paar andere Gewebe können auch noch in kleiner Menge das selber produzieren, aber ja, überhaupt, ja, wie gesagt, die Eigensynthese meistens nicht ausreichend, besonders wenn man einen hohen Energieverbrauch hat. Und die Niere scheidet es dann wieder aus, so auch in diesem Bereich. 65 bis 250 Milligramm pro Tag gehen durch die Niere im Urin wieder verloren oder aber an Gallensäuren gebunden, da hat man es ja auch gefunden in der Galle, an Gallensäuren gebunden, über den Darm ausgeschieden. Da geht es auch verloren. Aufgenommen in die Zelle, die es nicht selber synthetisieren kann, zum Beispiel die Muskelzelle. Da, wo es in hoher Konzentration vorliegt, geht es über einen energieabhängigen Transporter. Den hat man auch charakterisiert. Der ist natriumabhängig. Und besonders gut wird es aufgenommen, wenn der Muskel kontrahiert. Die Freaks, die Eigensynthese, die hängt ab von der Verfügbarkeit der Aminosäure Cystein, die wiederum abhängig ist von der essentiellen Aminosäure Methionin und dem Gleichgewicht zwischen Methionin und Homocystein. Wer hier regelmäßig zuhört, der weiß, dass Homocystein ein Marker ist für Atherosklerose. Das heißt, man sollte nicht riskieren, einen hohen Homocysteinspiegel zu haben. Und damit nicht viel Homocystein anfällt, braucht man dafür, für den Abbau oder die Umwandlung, braucht man Folsäure, B-Vitamin und B12. Also, da muss man immer gucken im Sport, dass man da ausreichend versorgt mit ist. Das sollte man auch messen lassen. Die Folsäure und das B12 als Holotranscopalamin, also nicht als B12 messen lassen, ob man damit ausreichend versorgt ist. Das sind die beiden Faktoren. Und da sehen wir auch schon, also wer sich jetzt im Stoffwechsel ein bisschen auskennt oder wer hier regelmäßig folgt, der sieht sowohl Cystein als auch Methionin ist in der veganen, vegetarischen Ernährungsweise eher schwierig. Oder man muss sich eben sehr gut auskennen, dass man es ausreichend zuführt, genauso wie B12. Deswegen, Veganer und Vegetarier, die ja Taurin mit der Nahrung nicht zuführen oder schwierig, die haben auch bei der Eigensynthese oft ein Problem. Also muss man besonders gut darauf achten. Wenn man supplementiert,
dann ist ungefähr 10 Minuten nach der Einnahme, findet man das Taurin, besonders im nüchternen Zustand, findet man den ersten Anstieg im Blutplasma. Der Peak ist ungefähr nach einer Stunde nach der Einnahme und nach 6,5 Stunden ist wieder der Basiswert im Blut erreicht. In den Studien, besonders was Sportperformance angeht, das ist ja unsere Hauptzielgruppe hier, wurden zwischen 500 Milligramm und 10 Gramm pro Tag eingesetzt. Also das ist schon eine ganz schöne Menge. So die wirksame Dosierung, die liegt so, also was in den meisten Studien eingesetzt worden ist, liegt so ungefähr bei 3 Gramm pro Tag. Das wäre so die Empfehlung auch. Was kann Taurin überhaupt? Beim Ungeborenen oder Neugeborenen spielt es eine ganz besondere Rolle bei der Organentwicklung, besonders eben von Muskulatur und Nervensystem. Bei manchen Tieren, zum Beispiel Katze, Fuchs und Hund, da ist es ganz essentiell, da muss man es dem Futter beifügen, sonst verkümmern diese Organe und auch das Herz nimmt Schaden. Der Mensch, der, wie gesagt, der kann ein bisschen selber, aber gerade in diesen empfindlichen Stadien, Embryostadium, Neugeborenen, Stillen und so weiter, da muss auf jeden Fall Taurin in ausreichender Menge zur Verfügung stehen für diese Entwicklung. Dann spielt es eine ganz, ganz entscheidende Rolle bei der Energieproduktion. Da werden wir als Sportler ganz besonders darauf angewiesen sein, auf eine ausreichende Taurinversorgung. Zum einen, also generell bei der Energieproduktion, das findet ja zum Großteil in den Mitochondrien, in den Kraftwerken der Zellen statt, dass die Energieproduktion da gut läuft und auch, dass die gefährlichen Substanzen, die bei der Energieproduktion entstehen, die sogenannten freien Radikale, dass die gut beseitigt werden können. Da spielt es auch eine wichtige Rolle. Also nicht nur, dass überhaupt Energie produziert werden kann, sondern auch als Schutz. Also es bildet praktisch einen Schutzschirm vor den freien Radikalen. Es schützt auch die Hüllen der Zellen, die Membranen, Fachwort Zellhüllen und auch die Hüllen der Energiekraftwerke, der Mitochondrien, stabilisiert es, dass die nicht angegriffen werden. Also eine ganz, ganz wichtige Rolle bei diesen energiebereitstellenden Prozessen. Deswegen ist auch die Bedeutung so hoch im Nervensystem, weil da werden ja diese Membranen ständig besonders strapaziert durch diese Energieflüsse, die da passieren und den hohen Energieumsatz in diesen Organen, auch beim Herz zum Beispiel. Und da kommt eben die große Bedeutung her. Und das gilt natürlich für den Sportler auch beim Muskel und bei der erhöhten Energiebereitstellung durch den muskulären Energieverbrauch beim Sport. Eine ganz andere wichtige Rolle, auch hier bei uns Sportlern ganz wichtig, ist die Regulation des Wasserhaushalts in der Zelle. Und wenn man dann sich überlegt, dass beim Sport Natrium, das braucht man ja auch für Taurin und für die sportliche Leistung, Natrium, Wasserhaushalt, Taurin, alles zusammenhängt, dann kann man sich auch vorstellen, dass Krämpfe zum Beispiel durch Taurin, wenn man schon alle anderen Faktoren im Griff hat, vielleicht durch Taurin nochmal gemildert werden können. Also ganz wichtig bei der Osmoregulation, also dem Wasserhaushalt in den Zellen. Natürlich auch wichtig für Muskelaufbau und andere Effekte, wo eben ein ordentlicher Wasserhaushalt in der Zelle wichtig ist. Schutz vor Entzündungen. Das spielt nicht nur beim Diabetes eine Rolle, sondern eben auch beim Sport, wo ja auch vermehrt Entzündungsreaktionen auftauchen. Das Kalziumgleichgewicht innerhalb der Zelle wird durch Taurin reguliert. Das ist natürlich besonders wichtig bei der Muskelkontraktion. Diejenigen, die sich im Stoffwechsel ein bisschen auskennen, wissen, dass die Muskelkontraktion maßgeblich von den Kalziumflüssen innerhalb der Zelle, genauer gesagt beim endoplasmatischen Retikulum, dass es davon abhängt. Auch da wieder die Verbindung zu Muskelkrämpfen und der Taurinwirkung. Der Muskelkontraktion, der dem Aufbau von Kraftleistung, zum Beispiel auch bei der Herzkraft, eine ganz wichtige Rolle.
Und dann die andere Schiene, wo wir jetzt wieder über Leber und Galle gehen. Das Taurin hängt an den Gallensäuren dran. Das kommt dann über die Gallensäuren von der Leber, über die Galle in den Darm, bei der Fettverdauung zum Beispiel. Und da wird es dann wieder freigesetzt, kann dann den Darm schützen und natürlich auch eine Wirkung auf die Lebewesen bei unserem Darm haben, die Mikrobiota oder das Mikrobiom. Also ganz, ganz wichtige Effekte in ganz vielen Stoffwechselwegen. Deswegen eine sehr, sehr wichtige Substanz, die unter Umständen nicht ausreichend vom Körper gebildet werden kann und in Abhängigkeit von eurer Ernährung unter Umständen auch nicht ausreichend genug zugeführt wird. Wie sieht es jetzt nochmal genauer aus im Muskel? Man kann beobachten, dass wenn der Muskel belastet wird, also Training in dem Falle, steigt am Ende des Trainings die Taurinkonzentration im Blut an. Das heißt, der Muskel gibt das Taurin ab. Das wird hervorgerufen durch eben diese Veränderung an der Muskelzellmembran, elektrochemische Veränderung, also Flüsse von verschiedenen Ionen, Natrium, Kalium, alles Mögliche, was da fließt, bei Nerv- und Muskelreizleitung. Natriumkonzentration spielt da eine Rolle, aber auch die Osmoregulation, also die Wasserverluste, um das Volumen beizubehalten, die Kalziumveränderungen im Muskel durch die Muskelkontraktion. Und je intensiver die Belastung ist oder je höher die Geschwindigkeit ist, wo die Kontraktionen stattfinden müssen, desto mehr wird das über Taurin beeinflusst. Also ganz wichtig, Taurin im Kalziumgleichgewicht für die Kontraktionsfähigkeit vom Herzmuskel und auch natürlich vom Skelettmuskel. Dann hat es noch einen großen Einfluss auf den Fettstoffwechsel und damit eben auch auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Da weiß man auch ganz genau, die Signalfaktoren und auch die Gene, die angeschaltet werden, würde ich euch gerne erklären, aber das führt ja eindeutig zu weit. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, wenn wir uns über die Fettzellen, über Fettabbau und Körperfettaufbau unterhalten. Da gibt es ja nochmal eine Fettgewebsreihe für diejenigen, die sich ein bisschen mehr für solche Effekte interessieren. Und natürlich auch für das, was auch durch Sport entsteht, wenn die Muskelzellmembranen zerstört werden und die Sachen, die eigentlich in der Zelle drin bleiben sollen, plötzlich im Blut auftauchen. Zum Beispiel die Kreatinkinase ist ja ein Marker dafür, dass Muskelzelluntergang stattgefunden hat beim Sport. Und dann gibt es Muskelschäden, dann gibt es Muskelschmerzen oder eben auch Muskelkrämpfe. Also all da in diesem Bereich spielt Taurin eine Rolle und das kann unter Umständen mit einer Carnitin-Supplementierung gedrosselt werden, solche Geschehen. Das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, wenn ihr davon betroffen seid. Eine schöne Studie habe ich gefunden über Kampfsport, also Hochleistungsboxer. Die haben Taurin, 3 Gramm, das ist hier auch so die übliche Dosierung, die man so im Kraftsport sagt. Natürlich, wenn man ein bisschen schwerer ist, kann man auch ein bisschen mehr nehmen. In Kombination mit Koffein die Wirkung besser als beide für sich alleine genommen. Vor dem Boxen haben eine Leistungssteigerung gehabt, Agility, Balance und auch die kognitive Funktion, also lauter Sachen, die für Boxer oder generell Kampfsportler wichtig sind. Das ist auf jeden Fall auch ein Versuch wert im Kampfsport. Ja, das ist die Studie dazu. Und hier eine Vielzahl von Studien über Carnitin im Sport. Das ist entnommen aus dem Position Stand, ISSN, von Energy Drinks. Habe ich euch auch hier. Das ist das Originalpaper. Könnt ihr anhalten, wenn euch das interessiert und könnt euch das entsprechend dann anschauen. Taurin im Mitochondrium bei der Energiebereitstellung. Taurin bei Fahrradsprints. Das ist das, wie ich darauf gekommen bin, das Paper. Anti-Aging. Hier eine Studie bei Frauen. Die haben 1500 Milligramm gekriegt. Und das sind die Enzyme, die freien Radikale, die ja für Altern verantwortlich gemacht werden. Eins von vielen Dingen. Die Schutzmechanismen sind nach oben gefahren worden. Also Anti-Aging. Studie dazu. Und für Männer noch ganz interessant,
der Einfluss auf die männliche Reproduktionsfähigkeit, also falls ein Kinderwunsch besteht, was man von männlicher Seite aus machen kann. Taurin und Sport im Zusammenhang mit dem Einfluss auf Übergewicht. Ja, dann noch ein paar andere Geschichten. Taurin als Therapeutikum mit schwarzem Pfeffer, Aerobic und Strength Exercise, Muskel, Energiestoffwechsel im Muskel, Fettgewebe und der Leber, Diabetes und der Effekt auf die Darmflora. Das müsste, glaube ich, gewesen sein. Ah, danke. Auch noch was für werdende Mütter und die Bedeutung, genau. Damit sind wir ja tatsächlich heute schon mal früh am Ende. Hier noch die sicherheitsrelevanten Mengen. Also da gibt es nach oben so gut wie keine einschneidenden Bedenken. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like da. Gerne auch einen Kommentar. Ich freue mich wirklich immer über jeden Kommentar. Das nächste Video wird wieder ein Q&A mit Heinz sein oder kommt das vielleicht sogar noch davor? Ich weiß es nicht genau. Und wir haben auch Taurin im Shop, falls es euch interessiert. Und bleibt gesund, bleibt fit, bleibt stark. Bis zum nächsten Mal. Ciao.